Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einer weiteren Folge vom Todesritter Let's Play. Sind nach wie vor in der Drachenöde, weil wir sind eigentlich ziemlich weit, würde ich sagen. Wir haben zwar erst zwei Kapitel, aber die restlichen schließen eigentlich ein bisschen schneller ab, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten können wir vielleicht auch später nochmal das Gebiet wechseln irgendwann, damit wir nicht nur irgendwie in zwei Gebieten unterwegs waren, weil man levelt halt wirklich so schnell jetzt durch die ganzen Changes, dass wir da wahrscheinlich dann nochmal irgendwie ein bisschen wo hin und her switchen. Vielleicht Grizzlyhügel oder so irgendwas. Damit wir da nochmal die Szene auch wechseln. Wobei, wir haben halt hier noch 13 Level und wird ein bisschen langsamer mit höherer Stufe. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns natürlich wieder eure Briefe an. Da haben wir wieder einige Briefe hier mit dabei. Wenn ihr Briefe schicken wollt mit irgendwelchen Fragen, was auch immer, könnt ihr das jederzeit gerne machen. Einfach auf dem Server Rexa oder Lerian Charakter erstellen und einen den guten Tipps-Delay schicken. Ansonsten könnt ihr es wie immer einfach auch in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir hier gleich mal rein, haben einige Briefe mit am Start, da haben wir da schon das erste, Fripsi hat hier gleich mehrere geschrieben, wie ich hier schon sehe. Wappenrock, hey Shyam, ich wollte fragen, woher du die ganzen Wappenröcke hast, nein, das war's schon, das ist eine sehr, sehr schnelle Frage, mit sehr, sehr großer Antwort. Die Wappenröcke kommen halt von verschiedenen Quellen, normalerweise, wenn du auf einen Wappenrock drauf fährst, dann siehst du immer, woher dieser Wappenrock kommt, im Sammlungsinterface, ansonsten, zum Beispiel die Tabards hier, wie die zwei, das sind halt Elite-Tabards, die man halt für ein gewisses Arena-Rating bekommen hat, die gibt's nicht mehr, die Tabards sind die TCG-Tabards, das heißt vom Trading-Card-Game, die hat man damals über UDE-Punkte geholt, diese UDE-Punkte hast du wiederum einfach über die Karten bekommen und konntest die online einlösen, der Vertrag mit der, zwischen Blizzard und der Firma mit den UD-Punkten wurde aber schon lange aufgelöst. Deswegen kann man die Punkte nicht mehr eintauschen. Man könnte diese Tabards zum Beispiel noch holen gegen Echtgeld. Sind aber sehr, sehr teuer, weil es im Endeffekt halt nur noch die Codes gibt von Leuten, die die Punkte schon vorher eingetauscht hatten und halt überhaupt noch diesen Tabard-Code rumliegen haben. Deswegen sind die sehr teuer. Billigere Variante von den Tabards kriegst du einfach im Black Market Auktionshaus. Da kann man einfach immer reinschauen, ob einer drinnen ist. Da gehen sie meistens, starten bei 10.000 Gold und gehen bis meistens so maximal 1 bis 1,5 Millionen weg. Das kommt auf den Tabard an. Die teuersten sind meistens Wappenrock des Frosts und Wappenrock der Leere. Der billigste Wappenrock hingegen ist hier Wappenrock der Flamme. Das ist der einzige, den man nicht über UDE-Punkte geholt hat, sondern über eine Karte, also über so eine TCG-Karte selber. Davon gibt es immer noch mehr als genug. Ich glaube, der kostet irgendwie 15 Euro oder so irgendwas. Der ist sogar billiger, als er meistens im Auktionshaus weggeht. Die anderen Tabards hier sind eigentlich fast alles immer irgendwelche Ruf-Tabards. Das heißt, wenn man bei Fraktionen ehrfürchtig wird, dann kann man sich zahlreiche dieser Tabards holen. Den zum Beispiel gibt es unter anderem im Kloster vom Waffenmeister Harlan kann der droppen, die kurze Variante davon, wenn man es irgendwie abgeschnitten haben will, das gibt es halt zum Beispiel vom Dunkelmond Yamach, kann man sich kaufen, wenn man den hier gerade trägt mit einem Charakter. Ja, die meisten sind sonst einfach Ruf, Achievements, das zum Beispiel ist Insel der Eroberung, alles durch, das sieht auf Allianz natürlich nochmal anders aus und ein paar andere kriegt man einfach über verschiedene Erfolge, wie zum Beispiel das waren glaube ich einfach 300 gespielte Arena-Games. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr coole Tabards, die man sich holen kann und ich bin extrem großer Fan, vor allem die neuen Tabards sind erstens sehr, sehr stylisch und zweitens schneiden sie nicht mehr den Gürtel ab, sondern sind durchgehend, das finde ich sehr, sehr nice, wie zum Beispiel bei dem hier auch. Die anderen Tabards sieht man nämlich, die haben immer hier so eine freie Stelle, weil da immer der Gürtel ging und jetzt im Endeffekt sind sie halt durchgehend. Finde ich sehr, sehr angenehm. Eiskrone Achievement Mount. Hey Flo, ich bin gerade dabei mit meinem Main Magier Mounts zu farmen. Ich wollte mir das Mount von den Eiskronen Achievement holen, kann aber mit meinem Magier nicht heilen. Somit kann ich Valitria Traumwandler nicht retten. Da kann ich das Achievement für das Mount nicht vervollständigen. Hast du dir irgendwelche Ideen, wie das trotzdem gehen könnte? Also da ich mit meinem Magier das schaffen kann. Yes, du kannst jederzeit, wenn wir hier kurz mal ins Auktionshaus schauen. Es gibt nämlich einfach Verbände und diese Verbände kannst du einfach kaufen, die stellt man normalerweise mit Schneiderei her. Ich weiß, dass höhere Verbände sehr, sehr teuer sind, mit Schneiderei kannst du die halt easy selber herstellen und dann schaust du halt, dass du einfach einen Verband kaufst, vor allem einen höheren Verband halt und mit dem Verband kannst du halt Valitria heilen, auch wenn da zum Beispiel dabei steht 1200, das wird ja alles hochskaliert da drinnen, das heißt, du heilst auch bei weitem mehr. Zweite Variante für das Ganze ist der Hals von Azeroth, wenn du den aus Battle for Azeroth entweder noch besitzt oder erst holen möchtest, dann kriegst du nämlich eine Essenz und wenn du den trägst, den alten Content, kannst du den auch benutzen, da könntest du nämlich die Flammenessenz, also die erste Essenz, die man kriegt, reinmachen und damit kannst du einfach den Drachen anvisieren und einmal drauf schießen, dann ist er ebenfalls direkt vollgeheilt. Das wären die zwei Möglichkeiten, das so zu machen. Frapsy, hey Shyam, ich wollte fragen, hast du Cheeks, hast du ihn umgewechselt, bzw. Geschlecht gewechselt? Wen sieht nicht so schlecht aus, aber ich fand ihn als Mann oder falls es kein Ork mehr ist, fand ich es als Ork-Mann besser. Von Caro, sperre sich lieber deine Videos. Ich switch den immer mal wieder hin und her, ich finde gerade, dass die weibliche Variante ist Makar-Ork, mein
Krieger. Ich finde, dass die weibliche Variante bei Rüstung cooler aussieht, weil es irgendwie einfach schöneres Gesamtbild macht. Aber männliche Orki switch immer hin und her, je nachdem, wie ich will. Zum Beispiel, wenn ich massive Schultern haben will oder so, dann mache ich halt einen männlichen Ork, weil da hat er bei weitem größere Schultermodelle und die Waffe ist ein bisschen größer. Aber jetzt gefällt es mir gerade mit der weiblichen Variante. Letzter Brief von ihm hier. Hey Shyamit, du hast ja ein Demon Hunter PvP Video gemacht und hast grüne Flügel. Wie hast du die bekommen? Ja, ich weiß, hört sich komisch an, aber wenn du das siehst, danke und wäre gut, wenn du es wüsstest. Das sind einfach Glyphen. Du kannst jederzeit im Auktionshaus hergehen. Können wir nochmal eben kurz zeigen. Du kannst hier ins Auktionshaus gehen. Und dann findest du hier Glyphen, klickst auf Glyphen drauf und dann gehst du hier zum Beispiel Dämonenjäger und dann sehen wir hier, was es gibt und da siehst du fahle Flügel oder zerfledderte Flügel und so weiter, kannst du kaufen, kannst du anwenden und dann hast du eben einfach diesen Flügelskin halt quasi drinnen. Vaterbau, ein paar 13, jede Zelle meines Körpers ist glücklich, das freut mich aber. Und wie wurde der Brunnen der Ewigkeit entstanden, gemacht? Also mehr oder weniger, die Titanen haben einfach halt die Wunde zugemacht, die mit dem Planeten zugefügt wurde, daraus ist halt entstanden. Was eigentlich mit Azshara, wo ist sie, lebt die noch? Die sollte noch leben, die hat sich aus dem Staub gemacht. Wo sie genau ist, wissen wir nicht. Wo liegt eigentlich das Schwarze Imperium? Das Schwarze Imperium war auf Azeroth, als die drei alten Götter regiert haben. Wo sie einfach permanent gegeneinander gekämpft haben. Kann sich das so fortbewegen? Ich gehe mal ganz stark davon aus, sonst wäre es ein bisschen komisch gewesen, wenn er sich all die Jahre versteckt hat. Was für einen Trizepsumfang hast du? Wie misst man den Trizepsumfang? Der ist ja am Arm angewachsen. Wenn, dann kannst du den Armumfang messen, würde ich mal schätzen. Ich habe keine Ahnung. Gab es im WoW-Universum auch den Urknall? Ich gehe mal davon aus, sowas in der Art, beziehungsweise die Titanen, beziehungsweise die Ersten haben ja mehr oder weniger das Universum geformt. Weiß man, wie die alten Götter auf Azeroth gekommen sind oder waren die einfach da, als der Planet erschaffen wurde? Die alten Götter, die entstanden von der Leere, das heißt von den leeren Fürsten, das ist im Endeffekt Leere gegen Licht. Die leeren Fürsten sind halt mehr oder weniger die Riesenwesen und die haben mehr oder weniger halt ihre Anhänger durchs Universum katapultiert und auf gut Glück halt irgendwo irgendwelche Planeten getroffen. Ist ja nicht nur Azeroth, der von den alten Göttern befallen ist. Es gibt ja im WoW-Universum halt aber tausende Planeten, wo halt überall welche drauf sind oder halt überhaupt von Sargeras im Laufe seiner Karriere zerstört wurden. Laut Illidan braucht er ja diesen Schlüsselstein. Wofür? Um nach Argus zu kommen. Der Schlüsselstein, das hast du in der Cutscene gesehen, als er den Schlüssel halt schlussendlich hatte, hat er ja das Portal eröffnet, um nach Argus zu reisen. Beziehungsweise, wenn du den anderen Schlüssel meinst, dann hat er benutzt, um seine Dämonenjäger damals wegzuschicken, als er an der Spitze vom Schwarzen Tempel war. Das sieht man ebenfalls. Es gibt sogar eine Kurzgeschichte von Illidan, kannst du auf YouTube sehen. Ist, glaube ich, hier auf dem originalen World of Warcraft Channel. Iranom, Frage zu deinen Thumbnails. Hallo Shyami, eine Frage wegen deinen Thumbnails. Womit erstellst du die WoW-Models? Wenn mit WoW Model Viewer, wie stellst du es am besten ein? Weil bei mir ist es so, dass die Effekte von dem Maldraxxus-Helm für die Dikis einfach nur weiße Platzhalter sind. Danke für deine Antwort, dir noch alles Gute. Das ist ein bisschen komplizierter, du kannst es mit WoW Model Viewer machen. Da solltest du dich aber ein bisschen auskennen mit dem Programm mit dabei, weil das lädt im Endeffekt einfach nur die Texturen bzw. die Models selber raus. Da gibt es tausende Sachen, wie du es fixen kannst und wie du es bearbeiten kannst. Wenn du dich damit gar nicht auskennst, dann ist die bessere Variante das Addon Narcissus. Das ist dieses Addon hier, das kann ich auch jedem von euch empfehlen, der zum Beispiel gerne mal Screenshots machen will und einfach schönere Screenshots machen will. Was ist denn das? Das ist hier oben dann, hat man hier dieses Addon, da klickt man einfach einmal links, klickt drauf, dann wird das hier aufgerufen. Unter meiner Kamera, das seht ihr gerade nicht, da ist einfach ein Button, da drückt ihr einmal drauf und da ist dann Share Transmog als Button dabei. Dann kommt hier der Charakter. Wenn ich dann zum Beispiel hier drauf drücke, nur auf die Fläche alleine wird mein Equipment ausgeblendet. Wenn ich hier drauf drücke, wird alles ausgeblendet, nur Equipment und so weiter. Das heißt, ich drücke einfach hier drauf, dann drücke ich auf Hide Player. Dann sehe ich zum Beispiel hier meinen Charakter. Wenn ich dann drauf drücke, sehe ich immer, kann ich den Charakter hier move. Ansonsten kann ich halt hier gerade ganz normal meine Charakter Vision move. Dann können wir hier zum Beispiel den Charakter drehen. Wir können sagen, von wo sollte das Licht gerade kommen, zum Beispiel hinter dem Charakter. Dann können wir so ein kleines Highlight erstellen. Wir können zum Beispiel das Licht anpassen an die Zone hier, weil ein weißes Licht macht jetzt nicht so viel Sinn. Bläulich wäre halt besser, weil der Hintergrund in dem Sinne bläulich ist. Dann kann ich ihm halt hier verschiedene Animationen geben. Kann halt hier drauf drücken, was er halt gerade machen soll in dem Sinne. Machen wir hier einfach das Talk-Emote. Machen wir das hier zu. Dann können wir einmal auf Pause drücken. Dann haben wir die einzelnen Frames. Das heißt, wir können hier genau den Frame wählen, den wir gerade haben wollen. Dann nehmen wir zum Beispiel den hier. Drehen den Charakter hier ein bisschen. Können zum Beispiel den Charakter ein bisschen zoomen, damit er hier näher dran steht. Und das war's in dem Sinne eigentlich schon. Wenn ich das für Screenshots noch mache, dann kann ich halt einen Schatten adden, damit es halt hier irgendwie realistischer aussieht, wer im Schatten steht, kann die Lichtfarbe vom Schatten anpassen und so weiter. Kann sagen, ob er die Waffe ziehen soll, ob er die Waffe irgendwie animiert haben soll, kann er sagen, ob irgendwie Spell-Effekte dabei sein sollen und dann kann ich hier schlussendlich einen Screenshot machen. Dann kann ich hier einfach auf Screenshot klicken, hier rechts unten, und dann macht er 6 verschiedene Screenshots.
Und dann kann ich halt schlussendlich mehr oder weniger einfach den Screenshot halt kombinieren. Das heißt, ich habe halt einmal einen weißen oder beziehungsweise eine weiße Box. Ich habe einen Greenscreen, ich habe einen Bluescreen und dann kann ich das halt so zusammenfügen, dass ich halt schlussendlich genau den Charakter ausschneide. Und dann habe ich halt in dem Sinne nur das Modell alleine, das ich für die jeweiligen Screenshots benutzen kann. Ansonsten, wenn du es weiter wissen willst, wie man da weitermacht, dann müsstest du dir Guides dafür ansehen. Ich weiß nicht, ob ich sowas mal auf meinem zweiten YouTube-Channel hochlade. Ich glaube nicht, dass es dafür so viel Interesse gibt, dass das irgendwen so mega, mega fasziniert. Xiaomi-Fanboy, huhu. Hey Flo, ein bisschen unusual, der Brief jetzt. Kommt, aber ich sehe jeden Montag, wie andere dir Briefe schreiben und Danke sagen. Und ich habe auch einen Dank zu sagen. Ich versuche, so vage wie möglich zu umschreiben, da ich nicht weiß, was YouTube als zu riskant einstuft. Ich habe lange Zeit Probleme mit Essen gehabt, nie wirklich viel gegessen, habe viel abgenommen, mich bei 500 bis 600 Kalorien pro Tag eingebellt und bin wie so ein Gollum-Zombie-Remix durch die Gegend gelaufen. Nicht sehr sexy, ja, das glaube ich. Und letztes Jahr war ich dann auf Wunsch meines Umfelds und auch weil ich selbst was daran ändern wollte in der Klinik für 4 Monate. Es war, glaube ich, echt wichtig, dass dieser Knoten gerissen ist, denn schön war das Leben nicht, welches ich vor der Klinik geführt habe. Ich habe mich abgekapselt, Freunde verloren und die Freunde, die geblieben sind, waren frustriert, weil wenn sie irgendwas essen wollten, habe ich nie mitgegessen, sondern awkward am Tisch gehockt und mein Wasser getrunken. Aber dafür geht es mir heute umso besser. Ich hatte einen kleinen Rückfall, nachdem ich die Klinik verlassen habe und bin in alte Verhaltensmuster gefallen, weil ich da daheim nicht mehr unter Aufsicht war. Aber es hielt nicht lange. Heute habe ich seit der Klinik 12 Kilo zugenommen. Not bad. Bin endlich im normalen BMI und fühle mich fitter, gesünder und wach. Nicht mehr wie ein Zombie und du bist was ein Teil meiner Genesung. Ist echt, ich esse nämlich viele meiner Mahlzeiten und Snacks zu deinen Videos. Besonders montags das Let's Play, bloß die Dienstag-BGs sind safe eingeplant als Unterhaltung für mein Essen, denn ich brauche irgendwas zum Gucken. Ich kann nicht wie meine Family am Tisch sitzen. Ich brauche etwas zur Ablenkung. Wenn es zu still wird, können die ungesunde Stimme im Kopf wieder laut werden. An Tagen, wo du nichts hochlädst, habe ich andere Kanäle zum Gucken. Ich feiere dich schon länger, aber dieses Ritual, dass ich zu deinen Videos viel und gut esse, ist erst seit 2020. Also danke wirklich. Vielen Dank. Freut mich. Freut mich wirklich sehr. Das war mal ein Brief der anderen Art. Kriege ich nicht allzu oft. Ich habe ein paar privatere Briefe bekommen, weil ich das oft über meine jetzt nicht auf dem Let's Play-Char, sondern auf meinem Main-Char kriege ich auch ab und zu Briefe. Da habe ich ein paar privatere Briefe. Ich habe sogar einige der Briefe aufbehalten. Ich habe auf meinem Main-Char auf der Bank nämlich ein komplettes Postfach voll mit mega irgendwie persönlichen Briefen, die ich irgendwie berührend fand. Vor allem Leute, die mir halt geschrieben haben, dass ich halt, seitdem ich halt irgendwie ebenfalls Probleme mit meinem Angst- und Depressionsstuff habe, dass ich ihnen halt mit meiner Off-Mind helfe, dass sie sich ja Therapieplatz gesucht haben, dass sie sich halt da verbessert haben. Oder halt auch damals, ich rede auch gerne über Sport, Fitness und so weiter, weil es halt auch ein sehr, sehr Favorit-Thema von mir persönlich ist. Auch da, dass ich vielen Leuten geholfen habe, dass sie sich halt bessere Habits angewöhnt haben und so weiter. Finde ich immer sehr, sehr lieb. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und ich freue mich, dass ich dir ein bisschen helfen konnte dabei. Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Hört sich ja so nach irgendwie nach dem Schema von Magersucht an, mehr oder weniger, wo man halt einfach irgendwie keine Lust hat, irgendwas zu essen, aus welchem Grund auch immer. Da lohnt es sich aber wirklich, wenn man sich einfach eine Therapie sucht. Ich weiß, dass Therapieplatz gerade in Deutschland, glaube ich, zumindest was wir mal im Stream drüber geredet haben, dauert ja irgendwie sehr lange, dass man da irgendwie einen Platz kriegt. Bei mir zum Beispiel ging das extrem schnell. Ja, reicht ich den? Bei mir zum Beispiel ging das extrem schnell. Ich habe dann, glaube ich, 2 Wochen oder so gewartet hier bei uns in der Umgebung. Und es hilft halt auch wirklich, weil man bei Therapie halt einfach lernt, Gedankenmuster zu durchbrechen und halt schauen, zu sehen, wo halt die eigenen Fehler liegen, wo man halt quasi immer irgendwie falsch und negativ denkt. Sowas ist halt immer sehr, sehr belastend, gerade wenn du dann irgendwie in so einem Ding drinnen bist, wo es halt quasi irgendwie in eine Depression reingeht. Schließt das hier gerade nicht ab? Also, wo es halt gerade in Depression reingeht oder wo es halt in sonstige physische oder mentale Probleme sich irgendwie noch mehr ausweiten. Da ist es halt immer gut, wenn man dann irgendwie Therapie hat, wo man halt gerade die Basics einfach mal lernt. Es ist immer gerade bei so mentalen Sachen ist das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist selbst mehr oder weniger der Meister zu werden oder beziehungsweise der Experte darüber zu werden zu deinem Problem, das du hast. Das heißt, es hilft extrem, sich in diese Dinge reinzulesen halt, damit auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe drüber. Ich habe 1,5 Jahre Therapie gemacht. Jetzt vor einem Monat, glaube ich, war meine letzte Sitzung erstmal.
Und muss sagen, dass es mir overall schon bei Weitem besser geht. Zum Beispiel bei mir ist es nach wie vor nicht weg. Und ich gehe mal davon aus, dass es niemals irgendwie ganz weggehen wird. Aber es ist einfach um 1000-mal besser, als es halt schon mal war. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich down bin. Habe immer wieder Phasen, wo ich halt dann irgendwie auch aufgrund dessen irgendwie extrem schlecht schlafe. Und dann sieht man es halt auch im Stream, dass ich irgendwie extrem vor Schlafen rüberkomme. Oder dass ich halt nicht mega motiviert bin. An anderen Tagen bin ich wieder mega hyped und so weiter. Ist schwierig zu lernen, mit sowas umzugehen und halt damit klarzukommen, dass es halt nicht einfach eher so ein Ding ist, wie von wegen, man ist halt einfach mal schlecht drauf oder so, oder man in deinem Fall halt, man hat halt einfach mal keinen Hunger oder so, sondern ist halt einfach was. So einfach sind diese Dinge dann einfach nicht, wenn sich das halt irgendwie manifestiert hat im Kopf. Und dann hilft es halt, wenn man da die ganzen Denkmuster halt lernt, irgendwie aufzubrechen. Ich merke auch noch verdammt viele Sachen, die irgendwie, wo ich persönlich halt immer extrem falsch denke und wo ich mir irgendwie selber irgendwie Vorwürfe mache oder sonst irgendwas. Das finde ich auch immer noch sehr, sehr belastend teilweise, weil es halt einfach Sachen sind, wo ich früher halt einfach nicht so war. Was mir momentan auffällt, ist, dass ich extrem negativ vielen Sachen gegenüber eingestellt bin, auch wenn ich das früher nie so mein Ding war, weil ich eigentlich generell immer eine sehr, 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 sehr positive Persönlichkeit war, würde ich mal sagen. Und dass ich jetzt merke, dass ich gegen sehr, sehr viele Dinge irgendwie extrem negativ eingestellt bin und da irgendwie bei solchen Sachen, wo ich eigentlich früher, wo es mir einfach am Arsch vorbeiging, mehr oder weniger. Jetzt immer noch Mitzi. Mein Persönlichkeitsbild ist bei weitem besser geworden, würde ich sagen, wenn wir gerade auf mich weitergehen. Würde ich sagen, wie ich mich selbst sehe, mehr oder weniger, ist bei weitem besser geworden. Ich bin bei weitem irgendwie lockerer geworden, was mich angeht, sagen wir so. Ist irgendwie weird, das gerade zu formulieren. Er war halt nie irgendwie zufrieden mit mir, hatte immer irgendwie permanent Probleme mit mir selbst. Dass man sich halt irgendwie komplett unansehnlich findet und halt das ist halt nicht nur dann so ein bisschen, sondern das ist halt so komplett exzessiv, wo halt irgendwie schon abstoßend ist, wenn du dich selber siehst oder so irgendwas in der Art. Und dann halt Perfektionismus und Co., was bei mir immer das Problem war, und das kommt halt dann alles zusammen. Und da muss ich sagen, die Therapie hat mir wirklich sehr, sehr stark geholfen bei sowas. Hat mich wirklich irgendwie gut vorangebracht, da so ein Basic-Ding zu lernen. Wobei man dann sagen muss, selbst wenn halt Therapie hart ist und so weiter, das dauert halt dann selbst danach halt, entweder du machst eine permanente Therapie oder es dauert halt selbst danach noch ewig lange, bis du solche Sachen halt überarbeitest. Du musst dir das vorstellen. Ich fand die Beschreibung für sowas ganz gut. Du kannst dir das vorstellen wie ein Weg, wenn du jetzt eine wunderschöne Wiese vorstellst. Wenn du durch diese Wiese durchgehst, umso öfter du durchgehst, umso mehr wird sich ein Weg formen und umso eher wirst du diesen Weg benutzen, als dass du querfeldein durchgehst. Das gleiche ist in deinem Hirn. Umso öfter du gewisse Denkmuster benutzt, umso mehr neuronale Netzwerke quasi entstehen in deinem, neuronale Verbindungen entstehen in deinem Hirn, und umso besser diese Verbindungen ausgebaut sind, umso eher wirst du diese Verbindungen immer und immer wieder benutzen, und es ist halt unglaublich schwer, diese Dinger wieder aufzubrechen und quasi andere Wege in dem Sinne dann zu gehen, um diese Dinge zu ändern. Weil wenn du jetzt nochmal das Beispiel mit dem Weg hernimmst, wenn der Weg jetzt komplett schön ist und du willst das jetzt ändern und ich gehe jetzt nebenbei durch die Wiese wieder, dann wird der eine Weg sich langsam formen und der andere Weg wird langsam zuwachsen, solange bis er halt wieder ganz gone ist. Und das ist halt leider ein Ding, das ist halt nicht einfach mal ein paar Wochen oder so, sondern das geht halt leider über Monate, Jahre, je nachdem, wie lange du das, wie lange man solche Sachen halt mit sich selbst rumgetragen hat, wie lange man solche Sachen halt gemacht hat, warum halt zum Beispiel bei dir das mit dem Essen so ist und so weiter. Vielleicht gab es irgendwelche jugendlichen Zusammenhänge oder sonst irgendwas, irgendwelche elterlichen Einflüsse, weil das meiste, was psychisch halt passiert, ist, dass es irgendwo im Kindesalter halt mit aufgenommen wurde. Das sind dann meistens Sachen, die man halt nicht so unbedingt weiß. Muss jetzt nicht sein, aber das sind halt, finde ich halt sehr, sehr faszinierend. Ja, wie das zum Beispiel bei mir zusammenhängt, Dinge, die ich halt komplett vergessen hatte, warum ich zum Beispiel immer wieder mal irgendwie Angst habe, halt, dass ich irgendwie keine Luft kriege, also quasi zu wenig Luft kriege im Generell, dass ich halt irgendwie Angst habe, halt nicht mehr zu atmen und so weiter. Das lässt sich bei mir ganz einfach damit zusammenkoppeln, weil ich als Kind weil ich als Kind Pseudokrop hatte und meine Eltern halt die ganze Zeit Angst hatten, dass ich halt ersticke, mehr oder weniger in der Nacht. Das ist halt, da war ich einige Male anscheinend im Krankenhaus, davon, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern.
jetzt, nachdem ich halt exzessiv quasi darüber nachgedacht habe, das Einzige, was ich daran noch weiß, ist, dass meine Eltern dann immer so mega viele nasse Fetzen und so weiter im Zimmer aufgehangen haben, aber es scheint sich damit quasi zusammen verknüpfen und halt mehr oder weniger der Hintergrund zu sein, warum man dann solche Ängste halt schlussendlich entwickelt. Deswegen ist es immer ganz faszinierend, wenn man da sehr, sehr stark reflektiert, aber sowas dauert halt lange, weil das hat bei mir auch zumindest für das eine Problem, hat das auch 1,5 Jahre gedauert, bis ich das realisiert habe, dass das mit sowas halt zusammenhängen kann, weil solche Sachen verdrängst du halt einfach im Laufe der Zeit, weil wer weiß noch, was er mit 6 Jahren oder so gemacht hat, keine Ahnung mehr, das sieht einfach zu lange aus. Aber, wie gesagt, genug ausgeholt, glaube ich, für das Thema gerade. Ich freue mich unglaublich, dass ich dir damit helfen konnte. Finde ich immer sehr, sehr cool. Ich wollte immer noch mal irgendwann ein Update-Video dazu machen, wie es mir gerade geht. Das schiebe ich auch irgendwie schon ein Jahr vor mich hin auf dem zweiten YouTube-Channel. Ich habe ja einen zweiten YouTube-Channel, der ist unten verlinkt oder am Ende vom Video nochmal. Da lade ich einfach ja, Stream-Highlights hoch, Gameplay-Throughs von anderen Games, die wir zum Beispiel im Stream spielen und so weiter. Der Channel richtet sich ja in dem Sinne nur an WoW an sich. Zu WoW, damit wir ein anderes Thema auch noch mit am Start haben. Entschuldigung. Wir hatten ja auch wieder einen neuen BTR-Build. Und auch eine neue Spekulation für Release. Für 9.1.5. Denn der BTR-Build, der kam... Oh, Level Up. Denn der BTR-Build, der jetzt kam, der hat einige Sachen gebracht, für die man nicht auf die man nicht unbedingt gedacht hätte. Aber die Dinge, die dazugekommen sind, das ist, dass einige Achievements leichter geworden sind. Und zwar die Achievements von Mechagon. Der gibt es hier den einen oder anderen, kann ich euch kurz zeigen. Der vielleicht das Mechagon-Reit hier noch haben möchte. Und zwar das hier. Das ist sogar eins meiner absoluten Favoriten-Mounts. Allein, weil ich die Mount-Animation mega feiere hier mit dem Spin drinnen. Diese Sachen werden ein bisschen leichter gemacht. Und inwiefern leichter? Das Achievement war mit sehr, sehr viel RNG verbunden. Das heißt, man brauchte sehr, sehr viel Glück, gewisse Drops einfach zu erhalten. Ich kann nochmal nachschauen. Hier ist der nicht einfach Mechagon irgendwas. Der Erfolg. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie der hieß. Aber der war irgendwo hier drin. Hieß der nicht einfach Mechagon? Glaube ich, hieß er auf Englisch, oder nicht? Ich kann mich gerade echt nicht mehr erinnern, wie der Erfolg hieß. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, wenn er den farmen wollte, dann findet er den schon raus irgendwo. Da ist er, genau. Mecha-Erfolg. So simpel, ne? Dann findest du ihn einfach eine Stunde nicht. Da gibt es mehrere Erfolge, die halt ein bisschen RNG sind, wo man verschiedene Sachen farmen muss. Und das wird halt leichter gemacht, weil die Drop-Rates von diesen selteneren Sachen halt einfach massiv gebufft wird. Das heißt, wenn er verschiedene von den Musikplatten noch braucht oder die Rezepte und so weiter, die es da gibt, das farmt er dann einfach bei Weitem leichter. Das heißt, da habt ihr halt nochmal eine leichtere Zeit in Zukunft, wenn ihr halt diese Erfolge gerne abschließen möchtet. Finde ich persönlich sehr, sehr angenehm für alle Leute, die das halt gerade jetzt noch im Nachhinein farmen möchten. Da kann man dann nochmal das ein oder andere Reittier mit abstauben. Gerade Mechagon fand ich sogar sehr, sehr angenehm. Ich weiß, dass es viele nicht mochten, aber ich fand Mechagon eigentlich eine der besten Outdoor-Zonen überhaupt. Würde ich sogar sagen, meine Top 3 zusammen mit Kataklysm, mit der Flammenbresche im Hial und Insel des Donners in Mists of Pandaria, fand ich das eigentlich eine der angenehmsten Dinge überhaupt. Dann, was wir noch mit dabei haben, um ein bisschen weiterzugehen, das sind für lichtgeschmiedeten Draenei. Also für alle von euch, die Allied Race spielen, also lichtgeschmiedeten Draenei, die kriegen auch ein spezifisches Reittier für Paladin. Die Paladine haben ja immer so ein extra Reittier, das sie benutzen können. Das gibt es ja mittlerweile schon eigentlich bei jedem Paladin. Das ist ja als zum Beispiel Zandalari hast du ja diesen gepanzerten Dinosaurier und so weiter, als Bluthelf hast du das Pimppferd mit den goldenen Zähnen und als lichtgeschmiedeter Trainer kriegt man jetzt so einen Widder, der ist auch komplett zugepackt mit Rüstung, der sieht auch sehr, sehr cool aus, kann man natürlich nur mit den jeweiligen Rassen benutzen, das gleiche galt ja auch schon für die Dunkleisenzwerge, die haben ja auch so einen Widder, der komplett mit Rüstung zugekleistert ist, beziehungsweise bei den lichtgeschmiedeten Trainer ist es ein Talbuch, kein Widder. Sehen sehr, sehr cool aus immer diese Reittiere, fahre ich auf jeden Fall, dass so Kleinigkeiten halt geaddet werden. Hoffe auf jeden Fall, dass da ja, noch mehr solche Dinge kommen irgendwie, weil das ist irgendwie kleine Gimmicks irgendwo. Und noch ein Buff, der jetzt am BTR mit dabei war, das ist, dass in Kort ja die ganzen Relikt-Drops massivst gebufft werden, denn wenn ihr das Item habt, das halt diese
Relikt Boys seht, also die sind ja dann immer so mit dem lila Rand umrandet, wenn ihr das gekauft habt, die werden massiv nach oben geschraubt, das heißt, da sind bei weitem mehr da. Ihr könnt Rares in Zukunft auf Quad ja so oft besiegen, wie ihr wollt und kriegt trotzdem immer wieder die Relikte als Loot und es kommt auch noch eine zusätzliche Weekly dazu. Das war nämlich sowieso was, was mir irgendwie gefehlt hat, denn wenn man in den Rift reingeht, also wenn man so einen Riftstein hat, so einen grünen oder einen blauen, dann kommt man in so eine Extra-Phase in Quad hier rein. Und da wird es in Zukunft auch eine wöchentliche Quest geben, die man abschließen kann. Und die gibt auch massiv Ruf dazu für die für den Archivar. Das heißt, wenn er da vielleicht den Ruf noch gerne farmen möchte, könnte er das mit 915 bei weitem leichter machen. Und dann könnte er das noch nach oben pushen. Finde ich persönlich ganz angenehm. Gerade das mit dem Archivar wird ein bisschen chilliger für Leute, die Paragon-Ruf farmen wollen überhaupt. Weil da gibt es ja auch einen Paragon-Reit, ja. Da finde ich sogar wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser, also nochmal ein Stück besser. Aber im Allgemeinen, wieso hat das jetzt nicht gezählt gerade? Probieren wir gleich nochmal. Das finde ich sogar ziemlich angenehm und ich bin mal gespannt, wie viel Ruf dann diese Weekly in der anderen Version schlussendlich da drinnen gibt. Damit man sieht, ob sich das halt irgendwie extrem rentiert, da den Ruf mehr oder weniger dann immer zu holen für die Paragon-Kisten. Weil das Reittier kann man erstens rausholen und ein Pet. Das Pet ist jetzt, glaube ich, sogar noch 50.000 bis 70.000 Gold wert. Also kann man dann auch nochmal relativ gut verkaufen, wenn man es da rauszieht. Ansonsten finde ich das sehr nice, weil du kannst halt bei den Relikten, kannst halt für Twinks, du brauchst sie nur einmal auf Stufe 6 appen auf einem Charakter und kannst mit Twinks dann automatisch die Sockel-Item und die Relikte alle appen und gerade für Leute, die halt irgendwie so min-maxen wollen komplett, die können halt dann noch Sockel-Items kaufen und halt Relikte kaufen, was man halt eh jetzt schon kann. Ist halt eh jetzt auch schon ziemlich einfach, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt nichts in der Weekly drinnen habe, dann picke ich auch immer die Dinger einfach, die Forschungen und dann kann ich halt immer wieder so Sockel-Dinger kaufen oder halt Relikte, die halt nochmal minimalst meinen Damage nach oben drehen. Also da ist auf jeden Fall nochmal nice Changes dabei, also 915 macht auf jeden Fall für alle, die halt Shadowlands mögen, sehr, sehr guten Eindruck. Gerade weil so viele Vereinfachungen dazukommen und so viele Sachen, die es halt bei weitem besser machen. Für alle, die Shadowlands bisher nicht gefeiert haben, ich denke nicht, dass 915 irgendwas daran ändern wird. Aber für Leute wie mich, die zum Beispiel immer noch Spaß dran haben, ist auf jeden Fall ganz nett, die kleineren Changes, die mit drinnen sind. Und bin halt sehr, sehr gespannt, was sie da noch mitmachen wollen. Dann haben wir noch eine Änderung, beziehungsweise noch eine Ankündigung. Und zwar in Kürze kommt auch anscheinend der Mage Tower zum Testen. Das dachte ich zuerst auch nicht. Ich dachte nicht, dass sie die Mage Tower Sachen nochmal testen, aber es scheint so, als würde das auf dem BTR wahrscheinlich nächste Woche kommen und dann können wir da halt auch nochmal die Mage Tower Challenges durchtesten. Das werden wir uns wahrscheinlich gleich mal im Stream ansehen, wenn es soweit ist. Und da man ihn testen kann, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ich da gleich mal die Videos recorden werde, dass man halt dann neuere Varianten von den Mage Tower Challenge Guides auf meinem YouTube-Channel gleich mal finden kann. Da werde ich schauen, dass wir das da gleich mal durchballern. Ansonsten ein bisschen negativeres Thema gerade ist, das ist nur Spekulation, by the way. Es kann sein, dass sie uns komplett in der Nase herumführen. Aber jetzt halte ich erstmal an Disconnect. Wo war ich jetzt gerade? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich habe gerade komplett den Faden verloren durch diesen DC jetzt. Das ist so unnötig gerade. Zum Glück bin ich nicht down gegangen. Ich glaube, ich nochmal komplett hoch Deathstriken gerade. Das ist ja auch mal was, damit wir hier nicht drauf gehen. Das muss jetzt sein, dass das so kommt, aber auf dem BTR ist momentan zu sehen, dass Time Walking Legion das erste Mal anfängt am 7. Dezember. Und da sie gesagt haben, dass Time Walking aktiv ist, wenn quasi, oder wenn 915 hittet, ist Time Walking 2 Wochen aktiv. Deswegen kann es sein, dass der Patch dann genau am 8. hittet für EU. Finde ich komisch, ehrlich gesagt. Da sind dann wirklich so lange Delay noch. Aber ich meine, kann auch sein, dass sie das einfach nur so drinnen haben. Das war schon ein paar Mal, dass sie das halt drinnen hatten und quasi der Patch trotzdem halt vorher kam. Aber vielleicht wollen sie die Leute einfach nur chipaten. Oder sie delayen es wirklich so hart. Das kann natürlich auch sein. Wäre natürlich sehr, sehr schade, weil sich viele Leute, wie zum Beispiel ich, natürlich schon freuen auf den Patch. Aber, großes Aber, erstens, ich habe immer noch mehr als genug zu tun, was ich halt in Shadowlands noch gerne collecten möchte. Von dem her bin ich dann mehr als zufrieden damit. Aber natürlich schade, weil die Leute halt gerne wieder hyped wären auf das Game und dann gerne ein paar Sachen sehen würden. 915, wie gesagt, wird daran jetzt nicht viel ändern. 9.2 war da eher so der Patch, wo dann mehr Leute wahrscheinlich wieder mehr Spaß dran hätten, weil dann neuer Content drin ist wahrscheinlich mit Raids etc., weil 915 bringt ja in dem Sinne halt nur Time Walking Legion und den Mage Tower als spielbaren Content in dem Sinne. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da dann aussieht mit 9.2 und Co. Da lässt sich leider noch drauf warten, aber für mich jetzt auch nicht so tragisch. Für meinen YouTube-Channel und Stream ein bisschen schade für mich als Person.
nicht so schade, weil ich ehrlich gesagt so viele Games habe momentan, wo ich gar nicht weiß, wo ich gerade anfangen soll mit Spielen. Ich habe da momentan halt immer noch Far Cry zum Durchspielen, bin immer noch an New World gerade dran. Back 4 Blood ist schon released, da hatte ich noch nicht mal die Zeit, dass ich überhaupt spiele momentan. Da will ich überhaupt auch noch reingehen und Valheim bin ich auch gerade noch dran. Seitdem der neue Patch dort released ist, habe ich auch noch nicht mal annähernd wieder alles gemacht, was ich dort noch machen wollte. Da habe ich noch monatelangen Content. Deswegen jetzt auch nicht so schade für mich persönlich, aber schade für alle, die halt natürlich nur WoW spielen. Dass man da halt so lange drauf warten muss, aber hilft halt alles nicht. Man kann nur hoffen, dass der Patch-Zyklus dann im nächsten Addon hoffentlich wieder ein bisschen besser ausfällt, als er dieses Mal ausgefallen ist, dass sie sich da wieder ein bisschen mehr quasi ranhalten können an das Ganze. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und Entschuldigung, was sie da schlussendlich dann ja geplant haben für gerade nächste Expansion. Und so bin ich halt sehr, sehr gespannt, weil BlizzCon steht natürlich auch noch an. Zwar nicht mehr dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres, also irgendwann im Januar, Februar hieß es wieder. Da bin ich dann gespannt, was sie dort zeigen. Auch die ganzen Sachen Richtung Diablo 4 sehen sehr, sehr geil aus. Auch wenn ich nicht glaube, dass Diablo 4 noch nächstes Jahr erscheint, sondern erst wahrscheinlich Early 2021? Early 2023 würde ich tippen, dass Diablo 4 dann erscheint. Ich denke, da sind sie noch ziemlich, ziemlich weit hinten, gerade mit der Entwicklung, nachdem sie jetzt die Sachen, die sie immer posten, so, sie haben immer diese Quartal-Updates, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich glaube, ich bin auf kein Game so hype wie Diablo 4, ehrlich gesagt. Das Game sieht einfach mega nice aus. Bin ja gespannt, wie sie es dann schlussendlich spielt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da Beta oder Alpha in weit kriege, da habe ich nicht mega Bock drauf. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Das ist definitiv eins der Dinge und dann bin ich ja gespannt, was sie auf der BlizzCon haben. Da werden wir wahrscheinlich dann eh gleich mal irgendwie Patch 9.2 Daten und so weiter. Ich finde es dann immer noch komisch, dass wir nicht wenigstens irgendwie so ein News-Video kriegen. Wäre halt mir da mal angebracht, dass sie sagen, sie machen halt ein Video zu 9.2, was da schlussendlich drinnen ist. Damit man halt wenigstens weiß, dass man sich da auf irgendwas freuen kann oder so. Aber da ist immer noch ein bisschen Funkstille. Sie sind aber sehr, sehr hype, was 9.1.5 angeht. Deswegen schauen wir mal, was da schlussendlich dabei rauskommt. Jetzt würde ich sagen, wir lassen sie erstmal gut sein. Und machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Wir sind jetzt 38, fast 39. Mit 40 können wir endlich das schnellere Fliegen skillen. Das heißt, wir sind ein bisschen fixer unterwegs. Und ich glaube, wir switchen jetzt dann auch zu dem anderen Posten hier rüber. Und dann beim übernächsten Mal oder nächstes Mal schon werden wir uns, glaube ich, mal in die Grieselhügel begeben. Damit wir da nochmal so einen kleinen Switch zwischen den Zonen drinnen haben. Wobei, wir haben dann eh noch 10 Level. Das heißt, wir werden ein bisschen hin und her switchen und schauen, dass wir von Norden ein bisschen mehr einbauen, nachdem das war, was ihr sehen wolltet im Let's Play. Das habt ihr euch selber eingebrockt. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie man einfach auf dem Server Rexar oder Leria einen Charakter erstellen und einen Brief an den guten Tipsilay schicken oder alternativ ganz einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Auch nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links mit unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.